So, wir müssen jetzt hier raus und die Bombe tickt. Aha. Tick, tack, tick, tack. Nicht du, tick, die Bombe. Tack. Ich bin doch aber auch Bombe. Oh Mann, war das schlecht. Das war so ein schlechtes Wortspiel. Ich weiß. Muss zugeben, irgendwie war es auch witzig. Bist du ganz, Hörst du mich lachen? Ja. Du musst laufen, joggen, es brennt alles um dich rum. Und jetzt renn! Ja, renn! Wenn Lara das macht, rennt sie raus und dann springt sie da raus. Das ist voll lustig. Du hast gespoilert. Das wäre jetzt sowieso gleich noch passiert, also. Du, ja, aber jetzt muss ich erst nochmal versuchen. Du hast schon gespoilert. Spoiler! Spoiler Girl! Ja. Wenn das ja, kein Ausgang doch. Ist, ja, bla. Runter da, loslassen. Dreh dich und renn, Mädel. Renn! Ey! Diese Steuerung ist sehr kontraproduktiv. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich stehe morgen mal früh auf und dann nehme ich auch mal wieder auf. Ich habe gerade Bock drauf. Los, drück das Ding. Dass ich die Klappe auch nicht hätte vorher aufmachen können, das ist schon bescheuert genug. Nee, kannst du ja nicht. Die blinkt ja rot. Ja, deswegen ja. Also. So, mein Flash. Ey, habe ich schon mal erwähnt? Noch 6 Tage. Ja, Mann! Du bist tot. Ey. Wenn die Steuerung besser wäre und sie rennen würde. Rennen vor allen Dingen. Dann. Bestimmt kann sie rennen, aber ich weiß nicht wie. Ja, und ihr müsst mir nicht 5 Jahre immer die Bombe einblenden. Boah, das Let's Play wird auf jeden Fall ziemlich lange dauern. Sowieso. Ja, los. Loslassen, rollen. Rollen. Springen. Springen. Laufen. 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 Boah. Wie wär's mit einer Rolle machen? Ich hab's geschafft. Was hast du? Ja. Man sieht doch Curtis. Schicker Hintern. Einmal geröstete Lava. Natürlich müssen sie das in Zeitlupe machen. Es muss dramatisch aussehen. Alter, er hat einen schicken Hintern, er hat blaue Augen und eine Narbe unterm Auge. Geschätzte Mitglieder der Kabal, die Stunde der Vergeltung rückt näher. Wie Sie wissen, besitzen wir bereits 3 Gemälde der Finsternis. Unser Kontaktmann Professor von Croy hat das 4. Gemälde gefunden, hier in Paris. Sobald wir das Gemälde haben, treffen wir uns in Prag. Es wird Zeit, den Schläfer zu finden. Hoffentlich haben wir dieses Mal mehr Glück. Außerdem ist das 5. und letzte Gemälde der Finsternis in Prag versteckt. Wir treffen uns im Strahov-Gebäude, Gunderson. Meister Eckhart. Ist Ihr Team bereit? Holen Sie das 4. Gemälde. Wie Sie wünschen.
Ach, das war Eckhart. Aha. Ach, nee. Yay, besseres Outfit. Ach, stimmt, sie kommt ja dann jetzt Ruhe. Weiter. Nicht mehr ins jetzt nicht mehr im Pariser Ghetto. So. Außerdem, dass wir jetzt im Louvre sind, beziehungsweise unter dem Louvre, das ist kein Geheimnis mehr. Oh doch. Trotzdem war das ziemlich unnötig. Kidding me. Hä? Ich hab's akustisch überhaupt nicht verstanden. Es ist mir egal. Klang für mich irgendwie nach Chemie. Deswegen. Chemie. Ja, das ich hab meine Klausur verkackt. Hab ich das schon mal gesagt? Meine allerletzte Chemieklausur in meinem Leben. Ich hab sie vorher verhauen wahrscheinlich. Und mit solchen Leuten nehme ich auf. Ich wehre sogar Physik ab, also. Hier lang oder da lang? Oder hier oder da oder überall? Ich würde hier an der Seite, wo du gerade warst, hochklettern. Da ist eine Ratte. Das sind übrigens bissige Ratten, nur mal so zur Info. Die anderen waren auch bissig. Die machen, glaube ich, mehr Schaden. Was haben wir hier unten? Just keep swimming. Just keep swimming. Boah. Just keep swimming, swimming. Die Drogen sind nicht gut. Was? Das ist von Findet Nemo. Das ist mir scheißegal. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das ist toll. Film zu oft gesehen, dass ich den nicht mehr mag. Oh, der Film ist mal wieder toll. Vor allem, wenn man ihn lange nicht gesehen hat, so wie ich. Ich hab den zu oft gesehen. Der ist so scheiße. Nicht. Keine Chance. Ich muss erst stärker werden. Ist toll. Du musst ja stärker werden, ja, weil du ein weil du einfach ein Schwächling bist. Und Munition. Was auch immer das war. Ja. Lass mich das mal so stehen. Bin ich jetzt einmal im Kreis? Anscheinend ja. Mal wieder. Nichts Neues, ja. Also zumindest sieht das aus nach dem, wo ich gerade war. Da fehlen so ein paar Hebel. Ja. Ich würde jetzt mal lang gehen. Ich glaube, hier warst du noch nicht. Nö. Och nee. Ich spüre Freude in deiner Stimme. Viel Spaß. Da komme ich doch jetzt im Leben noch nicht durch. Doch, du musst dich nur kleiner machen. Ich soll da jetzt nicht ernsthaft durchrollen, oder? Doch. Oder so. Du willst mich verarschen. Nein. You got to be kidding. Nope, not really. Das klappt nicht. Das schafft man im Leben doch nicht. Doch klar. Da wird man malträtiert bis. Hui! Es hätte funktioniert. Ja, genau. Es hätte. Betonung liegt auf hätte. Hätte Fahrradkette. Da komme ich im Leben nicht durch, das glaube ich nicht. Sonst geht's dir gut. Aha. Oh, heute gibt's Wall-E im Fernsehen. Fernsehen? Gibt's den Scheiß immer noch? Ja. Oh, ich muss Wall-E mal wieder gucken. Der Film ist toll. Da kannst du nichts gegen sagen. Keine Ahnung, ich hab den Quatsch nicht geguckt. Oh. Willst du mich verarschen? Nein, nicht wirklich. Was bist du bloß für ein grauenhafter Mensch? Weil ich irgendwelche Filme nicht geguckt habe, wow. Das Abflussrohr trägt mein Gewicht. Ja, dann kletter doch da hoch. Das klingt so, als ob sie total fett wäre.
Ja, guck doch an, wie fett sie ist. Ja klar, voll fett. Also jetzt hab ich schwimme doch gar nicht mehr, meine Güte. Ich hab jetzt aber einen fucking Ohrwurm davon, das ist kacke. Selbst schuld. Oh nein. So, den Hebel ziehen wir mal. Ja, okay, jetzt kommst du durch. Glaubst du? Die Öffnung ist, passt irgendwie nicht ganz, aber gut. Scheiß drauf. Kriegst du es wieder nicht hin zu reden? Reva! Nein. Lass Bambi aus dem Spiel. Keine Chance. Ich muss erst. Der musste sein, tut mir leid. Hä, war ich hier oben schon mal gerade eben? Ja. Keine Chance. Ich muss erst stärker werden. Hä, ich bin verwirrt. Nee, das überlebt sie nicht so ganz. Nicht wirklich. Laufen. Da war was. Oh, da liegt was. Ah. Oh mein und Gott. Bist ein bisschen daneben gesprungen. Ja, die Steuerung ist schuld. Ja. Unter anderem. Ja. Einfach schwimmen, schwimmen. Ja, ist okay, ist okay. Ja, Ohrwurm. Noch weiter nach oben. Was auch immer da oben auf mich wartet. Gleich bin ich im Himmel. Oh Mann. So weit oben wie ich bin. Da kann ich raufklettern. Da kannst du raufklettern. Wenn ich schon so wieder was sehe, was wie das Kabel funktionieren könnte, kriege ich schon das blanke Kotzen. Ja, halte ich doch. Ja, natürlich, das funktioniert auf Anhieb. Einfach hangeln. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Was? Das ist ein schlechter Witz. Nein. Keine Chance. Ich muss erst stärker werden. Ich glaube, wir klettern jetzt einfach mal hin und her und dann. Nee. Bist du irgendwann stärker. Schön wär's. Ich muss mich zurückhalten, das jetzt nicht zu singen. Das ist doof. Schau mal, was wir da drin haben. Ich wette, ich hätte das eine Dings da umstoßen können, ach egal. Was für ein eines Dings? Dingens halt. Köchen. Na, bestimmt. Warum hast du es nicht getan? Bestbegründung ever. Verstehe ich. Wasserstrom war zu stark. Hübscher Tod. Sehr nice. Ja, ich kann's halt. Ja, du hast es voll drauf. Ich meinte eigentlich, dass man das hier vielleicht. Okay, die Munition kann ich mir dann auch nochmal holen. Wenn ich nochmal hier oben bin. Gut. Nein. Nach da. Nach. Soll's hier. Mädel! Nach links runter, geht doch! Ja! Moment. Ach so, jetzt verstehe ich das überhaupt nicht. Na, ich habe gerade so keinen Orientierungssinn gehabt. Was versuchst du jetzt? Hey. War ja mich allen dein Plan. Nach unten klettern und zu dem Lüftungsschacht.
Ich hab mich sowieso schon gewundert, warum du da nicht hingehst und dann da durchspringst. Weil ich gucken wollte, was hier ist. Nee, weil du doof bist. Nee. Oh. Wow. Das war gut. Just wow. Ich war jetzt der Ansicht, dass ich sterbe, aber... Wow. Ey. Schon schwer, gerade zu laufen. Vor allem, wenn sich die Kameraperspektive leicht ändert beim Gehen. Oh. Gnarf. Wie komme ich überhaupt noch mal weg? Ach da, die Stange, stimmt. Ich wollte gerade sagen, nach unten klettern irgendwie. Das ist ja nur logisch. Geh doch daran, geh doch. Oh. Was wird das hier eigentlich? What the f... Ist gerade der Bildschirm schwarz geworden? Ja, und Lara hat geschrien wie am Spieß. Darf ich das fast nicht finden? Ich will das jetzt einfach mal spaßigshalber speichern und laden. Ob ich dann was sehe. Nö. Sie schreit wie am Spieß, aber da ist nichts. What the f- Ist ja nice. Das Game ist so broken. Ich will jetzt noch wenigstens zu diesem hässlichen Lüftungsschacht. Ist mir egal, wenn der Part länger wird, aber das will ich noch. Oh, ich will ja so mündig. Oh Gott. So klang das gerade. Kann ich ja auch nichts für. Fieber? Sieht man ihre Unterhose? Nein, das ist ihre unnormale Hose. Der Gürtel ist dann ganz schön merkwürdig, aber ich finde den Gürtel cool. Ob ich das jetzt nochmal schaffe? Wow. Auf otto.de. Gott. Ich bin zwar runtergefallen, aber ich hab's überlebt und das ist mir doch egal. Und musste dieser schlechte Witz sein? Ja, du musst in die andere Richtung. Ayuhur? Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich mir schon. Weil von da bist du gekommen. Ja, deswegen ja. Hä, das war auch richtig! Nein! Ja, Bildaussetzer sind cool. Du musst nach oben. Oh. Oh. Hä? Wo soll ich denn da noch... Hä? Ich bin verwirrt. So kein Orientierungssinn im Spiel. Alter, diese Bild... Warst du schon in dem... durch dieses Ventil? Nein, ne? Nein, das wollte ich ja jetzt machen. Alter. Du hässliche... Ratte? Boah. Redest du von dir? Ja. Ich bin wieder freundlich, ich weiß. Ich rede grundsätzlich von mir. Warum machst du das? Selbstverliebt und so. Nein. Als ob. Falsche Richtung. Hä? Verwirr mich doch nicht! Rechts lang. Immer rechts lang. Ja. Da hoch. Dann musst du da durch. Und dann gleich wieder rechts. Und dann. Ja, ist okay, Hitler. Immer schön rechts gehen. Aha. Ja. Warum glaubst du mir nicht einfach von Anfang an? Schwere Geburt heute. Ich bin stark genug, um die Räder zu drehen. Seriously? Dafür habe ich das gemacht. Jetzt bist du stärker geworden. Ja, jetzt kann ich auch alle Ventile drehen. Yay. Ich will aber noch wissen, was dahinter ist. Ach so. Da komme ich. Hä, war ich da nicht gerade? Nein, warst du nicht. Ich bin verwirrt. Ich drehe das jetzt einfach mal. Und alles muss grün leuchten anscheinend.
Yeah. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Und bis dahin. Tschüssi.